Hose da. Was ist da drin? Medizinkram. Bullshit. Mach's auf. Warum? Medizinkram? Weil ich es sage. Und weil wir vorher nirgendwo hingehen. Okay, gut. Warum kann er das überhaupt öffnen? Was? Ja, hab's dir doch gesagt. Aber laut Akten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall. Ich und viele andere Frachter. Versuch nicht, dich auszureden. Du steckst damit drin. Ich hatte nichts mit der Sache auf Europa zu tun. Oh. Was ist mit dir? Dieses Implantat vernebelt mir den Verstand. Und in der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Was hat sie denn gesucht? Hier lang. Was dachtest du, würdest du finden? UJC-Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Kampfstoff. Echt, ja? So trivial. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Ist auch kein Alien-Marker, der irgendwo gefunden wurde. Ah, finden wir hier nicht noch irgendwas? Das sieht so nach Verstecker aus. Die läuft so direkt. Na gut, komm mal. Vielleicht hier irgendwie. Guck mal hier. Zack, Hammer. Neue Audioaufnahme von Twitney. Von Twitney. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Zugriff, aber ich komme nicht ins System. Nein, danke. Ich bin der Schichtleiter. Tötungserlaubnis wurde erteilt. Befehl aufheben! Wir sind Wachen! Befehl aufheben! Ja. Hat den Roboter wohl nicht so interessiert. Wo ist es? Was war denn drin? Wird's ja nicht drin, oder was? Also es ist ja noch beschissener. Da heben sie dir wirklich mal so eine Kiste und da ist noch nicht mal was drin. Es ist noch nicht mal was drin. Die Schweine. Warum? Schofield! Von Black Island möchte ich Sie auf Callisto willkommen heißen. Ja, du, danke. Sie kommen zu einem absolut. Wir beginnen einer neuen, strahlenden Zukunft. Warum hast du das mit der Nihilus gemacht? Ich war im Stress. Hatte keine Zeit, auf den Datentransfer zu warten. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach rausgerissen. Als hättest du nicht schon dasselbe getan. Bei jemandem, den ich kenne. Kanntest du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Ja, steht schon. Ist schon was dran an der Frage, oder? Ich meine, hey, immerhin hat unser Leben gerettet. Oh Gott. Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernruf. Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen, um aufs Landungsdeck zu kommen. Ja, das genau gut. Sind wir losgeflogen. Ich erinnere mich. Ein Schlüssel. Oh. Akku-Pack und ein Schlüssel. Kann ich denn das Akku-Pack tatsächlich jetzt schon benutzen? Das wäre gut. No. Tja, na denn. Time to say goodbye. Weil der... Ach, das ist ja... Ach so, das ist Flintenmunition. Ach so. Na gut. War hier noch was? Blöd, ne? Okay. Schau dir diese Leichen an. Scheiße. Sie töten alle. Ich vermute, jemand versucht zu verschleiern, was hier passiert. Das wird kurz dauern. Schau dich um. Vielleicht findest du was.
Okay, der Maler, Verschiffung. So, ich lass mich raten, ich werde wahrscheinlich nicht das Glück haben, hier einen Drucker zu finden. Selbst das die Diagnose initiieren. Oh nein, Alter. Das ist einfach so cooler Stuff hier. Ja, scheiße, was soll ich machen? Ich brauche natürlich ein bisschen Cash. Makelloser auch noch. Das ist natürlich. Kann ich dich zertrampeln? Nee, nicht. So, du bist immer noch bei am Aufzug? Der Aufzug ist da. Gut, guck noch ganz schnell, bin gleich da. Also nicht so, dass ich noch irgendwas aufnehmen könnte, großartig, weil ich bin voll bis unter Dach. Gut, alles klar. Na denn. Fehlercode 19? Ach, kenn ich. Ja. USB zu schnell, nicht sicher entfernt. Bin gleich da. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. Sowas habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Ist Europa die Nachrichten behaupten, dass das Kontinent gemeint gewesen. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würde es gern glauben. Ich sag exakt, wie das mir ist unwohl. Da ist es. Noch 2 Minuten! Das passt genau. Es ist viel größer als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Noch 2 Minuten. Oh, bitte nichts. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Nein, die schießen das ab. Und Miss Nakamura, ihre Reise war besonders wild. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen sie? Doch leider... Nein, Mann, sabotier es doch irgendwie. Mach irgendwas. Benutze den Stase-Handschuh. Oh, shit. Haben Sie sich meinen Respekt verdient? Scheiße. Nein, nicht. Lauf! Lauf! Lauf, lauf! Jacob! Oh, ihr Stotterpartie wieder, wa? Jacob! Ah! Ach, du Scheiße. Du Scheiße! Okay. Oh, no, 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 no. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ist doch lächerlich. Was soll denn der Quatsch jetzt? Ach so, hier hätten wir uns festhalten. Okay. Ist das jetzt eine Frage, wie ich mich hochkämpfen muss? Wie?
Ui. Ist der Captain da vorne? Nee. Das ist Nakamura. Dani! Dani! Okay, alles klar. Wahrscheinlich nur in seinem Kopf, aber. Was ist das immer mit dieser Spieluhr? Raumschiff runter. Schön. Ah, Gott, nee. Wo zur Hölle sind wir? Weiß nicht. Warte. Moment. Ah, guck mal, der geht noch, ja? Die Konsole funktioniert noch. Zurück? Nein! Komm nicht in Frage, wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es nicht dann? Mehr. Worum geht es? Um Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ab? Weiß Und es. Was hat das mit Europa zu tun? Das wird doch nur ein weiterer Job sein. Das ist... Ist also der ganze Teil, den wir bis jetzt gespielt haben, für den Arsch, weil wir jetzt wieder zurück nach Black Iron gehen. Aber haben wir eine Wahl? Was ist... Was... Warum? Wieso? Komm. Hier ist es nicht sicher. Ach Gott, na so, finde ich ja immer... Voll getan. Was ist aus der ursprünglichen Kolonie geworden? Sie wurde verlassen. Wie der Rest von Callisto. Wie sie hier ein Gefängnis gebaut haben. Hier JC muss ja irgendwie Geld verdienen, oder? Tja, ja, Gefängnisse sind tatsächlich gerade in den USA echt der Geld. Nicht, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Arbeiten denn irgendwie? Oh, schön. Oh, klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Die ganzen Knackis arbeiten nämlich so für wissen ja nicht, einen halben Dollar pro Tag oder einen Dollar? Das ist also... Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Oder warum Straßen? Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Die Mauer, die kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Es wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen. Na denn? Let's do it! Hier ist es. Stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen. Verstehe auch gar nicht, warum er immer zu dieser Aufstandsflinte wechselt. Er ist kaputt. Hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Tja, es muss noch einen anderen Weg dort runtergehen. Dann finden wir ihn ja. Nun, auf geht's. So rennen ist nicht, wir können nur gemütlich dahin schrufen. Was ist denn das für ein. Also, sagen, was ist denn das hier für ein Scheinwerfer hier? Der Scheinwerfer hier. Da, wo du hin musst? Danke. Und ich muss unten durch. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Sei vorsichtig. Er ist schlimmer, als ich dachte. Schön. Ja, kann mich wieder durch die Scheiße prügeln hier. Ach, Mann. Ich finde einen anderen Weg. So. Mal kurz. Die Blick haben. Sehr schön. So, wenn ich jetzt wechsle... Jetzt ja wieder zu der beknackten Flinte. Die soll sein, anstatt der Flinte, bitte.
Na gut. Gehen wir mal weiter. Tatsächlich hatten wir bis jetzt noch keine Flinte in Aktion gesehen. Ich denke, das jetzt wird der Zeitpunkt kommen. Kommen wir hier durch? Ah, sieht gut aus. Oh, da oben liegen wahrscheinlich Credits auf der Seite. 13. Unverhältnismäßig. Absolut unverhältnismäßig. Ich weiß nicht, wie man hier mal irgendwann so eine Summe wie 3800 kommen soll. Plus die ganzen Upgrades, die du davor haben musst. Scheiße! Alles in Ordnung? Ja. Ja. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Ja, okay. Na Mensch, na nur, dass du das sagst. Was würde ich sonst tun? So, hier kommen wir hier lang. Dann fall ich nach da. Schauen wir mal. Mann, er rennt auch nicht. Er läuft so. Er spaziert so vor sich hin. So. Hindurch mit dir. Verstehe auch nicht, warum jetzt alle zusammen. Na gut, ich meine, okay, alles klar, der Traumschiff ist von oben runtergeknallt. Okay. Ich wollte gerade sagen, so, warum bricht jetzt alle zusammen? Aber macht ja Sinn. Ich habe eine Leiter gefunden. Ich gehe runter. Schön. Leiter gefunden. Das ist großartig. Ali App. Und rüber. Und rüber. Wie sieht's denn aus? Willst du nicht, oder was? Er macht's nicht. Warum macht er das nicht? Na, endlich. Du musst anscheinend immer an sehr speziellen Punkten stehen. Nicht einfach so. Einfach nur davor, das reicht. Nein. Musste perfekt stehen. Hier drüben. Hab den Wartungskorridor gefunden. Hm. Sieht mir etwas fragil aus, auf dem du da rumbalancierst. Komm, es ist nicht weit. In aller Seele. Hier gleich los. Nee, leider nicht. Es wäre zu schön. Ach, du hältst fest, ja? Na, und? Wir fallen sehr häufig in diesem Spiel. Sehr, sehr häufig. Aber weil das Kapitel heißt ja unten, von daher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt nicht gut. Nicht gut. Okay, er ist blind. Und wir hängen hier wie so eine Wurst. Ach, komm mal auf, Alter, das sind Stahldrähte, was willst du denn wieder durchschneiden? Reloaden hier? Was war das denn? Uff, hätte ich so schön stoßen können. Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch hier unten. Anders, älter. Reagieren auf Geräusche. Falls du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. Yay.
Okay. Gut. Die haben wir schon gematcht. Die haben wir schon gematcht. Die haben wir schon gematcht. Das ist ja ekelhaft, Alter. Das ist ja mal ekelhaft. Auf jeden Fall geht die Shotgun gut ab, muss ich sagen. So, okay. Also wenn sie auf Geräusche reagieren, dann sollten wir tatsächlich eher in den Sneak-Mode gehen. Okay. Gut, dass wir es nochmal erwähnen. Okay, die gehen halt auch durch irgendwelche kleinen... Leise jetzt! Ich würde es mir jetzt mal nicht anhören, weil ich weiß tatsächlich nicht, ob die das hören. Oh, Scheiße. Oh, no, 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 no. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das Blöde ist natürlich, ich weiß natürlich auch nicht, wo es lang geht. Das heißt, don't make a sound. So, wenn ich mich hier durchzwinge, hört er mich, wenn ich also gilt das für ihn als normales Laufen? Ah, sieht nicht so aus. Dann würde ich tatsächlich erstmal einen Sneak Kill bei ihm ganz dezent probieren. Oh je. Oh je. Alter, ist das übel. Scheiße. Noch mutiert, ey. Oh Mann. Das ist nicht viel, ey. Das ist nicht viel. So, okay. Dann mal durch hier. Ich weiß nicht, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin, tatsächlich. So, okay. Nachladen. 4 Stück. Obwohl die Shotgun mir wirklich gefällt. Ja, die macht Rabatz. Aber ich muss mehr mit Stealth Kills hier arbeiten. Geht der in meine Richtung? Nein, geht er nicht. Sehr gut. Wo muss er durch? Alter, 20, das ist echt zu wenig für diesen Arschfriss hier. So, ich probier's erst gar nicht. Au! Okay, jetzt muss ich zur Seite gehen. Revolver-Munition. 2 Schuss. 2. In Fingern. 2. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Seid doch nicht immer so geizig, ey. Missing. Verstandsmunition. Okay, Credits und die Revolver-Munition. Bitte keine Made. Okay, cool. Schön.
Schön. Skunkflinte. Mmh, okay, was muss ich zurücklassen? Skunkflinten-Munition. Das, oh nein, ich muss noch schöne Sachen zurücklassen. Moment. Lass mich mal einen Blick werfen. Ah, okay, alles klar. Wir haben Heilung. Ja, ich muss Sachen verkaufen. Ich muss Sachen verkaufen. Ist blöd. Aber die Flintenmunition möchte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Makelloser Entschlüssler. Oh, der kostet. Der macht 57, wa? Der makellose, der macht 57. Was ist das hier? Das ist der normale Energieumwandler. Ist blöd. Aber für den krieg ich tatsächlich nur, ich glaube, 100. Und für den krieg ich 750. Ja, jetzt streckt sich natürlich ganz schön, denn irgendwie, wenn du die alle nur gebückt durchlaufen kannst, das ganze Level. Aber wir schauen mal. Moment, ich bin da lang gelaufen. Von da kam ich doch. Für ein Quatsch. Warum? Warum bin ich denn jetzt hier lang? Ach, das ist doch. Wieso? Okay, probier's mal gerade aus, aber. Na toll. Mega Umweg wahrscheinlich für eine Truhe. Ach, ich kann hier gar nicht durch. Okay. Bleibt einfach cool und drinne. Tut mir mal den Gefallen. Eine Kiste. Oh, das ist ein Honeypot. Wenn ich die jetzt kaputt mache, sind die wach. Auf gar keinen Fall kann ich das machen. Ey, das ist überall. Das sind 6 Leute für... Noch mehr. Shit. Shit, 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 shit. Gucken, ob die hier hochkommen. Frage für mich ist jetzt auch, wenn ich den Stealth kille. Den Stealth kille. Ist auch schön. Kille, kille, kille. Hören die anderen das? Scheinbar nicht. Nicht gut. Hinterrücks. Das war super. Sag mal so im Brustton der Überzeugung. Das war super. Oder wie er sagen würde, schön. Schön. Was ist das? Ah, GPA-Akkusatz. Ich laufe jetzt mal tatsächlich eher direktere Wege. Dadurch, dass ich das jetzt... Ehe jetzt nicht unbedingt forciere, dass jetzt hier ich alle Loks finde oder irgend sowas, würde ich einfach mal sagen, ich probiere einfach durchzukommen. Probiere einfach durchzukommen. Wie durch diese Feldspalte. Und ich komme nicht durch. Kann so doch irgendwo laufen. Okay, hier kommen wir rüber. Ich trau mir ja nicht, irgendwas zu sagen, ey. So angespannt. Na. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Ja, ich weiß, das Inventar ist voll. Muss ich denn erst wirklich weglaufen, um zu sehen? Ist das ein Schema oder irgendwas? Automatikpistolen?
Oh, Automatikpistolenbauplan. Bauplan, den können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wie sieht's hier aus? Sieht nicht gut aus. Ich will tatsächlich die Heilung jetzt nicht einfach sinnlos fallen lassen. Ein Schlüssler. Was würde ich dafür kriegen? Ah, ist das Murks, ey. Mann. Ich möchte auch die. Nee, die Patronen kann ich jetzt nicht einfach. Die kann ich nicht wegschmeißen. Shit. Aber was soll ich machen? Würde tatsächlich gerne das Automatikpistolenbauplänchen mitnehmen. Und jetzt eigentlich direkt um die Ecke einen Drucker finden. Das wäre geil. Das würde ich gut finden. Man kommt sich so ein bisschen vor wie in so einem Alien-Hive. Es ist ein Alien-Hive, wenn man es mal so nimmt, aber... Ja! Ja, ein Drucker, aber er ist offline. Aber ein Drucker. Ruhig und langsam. Langsam ist sicher. Sicher ist gut. Ach, da oben ist eine Kiste. Akkusatz, bin ich voll. Ach, Mann. Das ist echt schade irgendwie, dass das Spiel mir hier echt nur... Ich meine, eigentlich ist es immer konsequent, ne? Weil wir haben so viele Spiele, wo wir halt einfach uns so dermaßen die Taschen vollkloppen können irgendwie und das... Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Ist das so einer? Da ist das so ein großer? Wo so ein Anglerkopf rauskommt? Ja, scheiße. Verrecke! Aber er bleibt jetzt chill dahin. Finde ich ja nicht schlecht.